Hi zusammen, ich bin Dana und das ist unser zweites Video bei unserem YouTube-Kanal. Wir haben verschiedene Sachen für euch. Wir haben zwei Themen, genau gesehen. Wir haben den Video interviewt und wir sind Theaterprobe anschauen. Da unser YouTube-Kanal wieder neu ist, haben wir unseren Rektor, den Wiedemeyer, gefragt, was er eigentlich von diesem Kanal hält. Wir haben ein Interview mit ihm geführt und ja, das sehen wir jetzt. Jetzt! Ich finde das eine sehr gute Idee und einen guten Kanal auch. Es ist eine Möglichkeit, dass junge Menschen über das Leben von dieser Schule, über ein Medium können informiert werden, wo ihnen ja heute sehr nahe steht. Ich denke darum nicht, dass der YouTube-Kanal das Internet wird ablösen, weil ich eigentlich überzeugt bin davon, dass auch heute traditionelle Methoden von der Kommunikation durchaus noch ihren Platz würden haben. Ich würde eigentlich allen Jungen empfehlen, mit einer Freundin oder einem Freund auch wieder mal einen Liebesbrief auszutauschen. Sie fragen mich nach Lehrerparodien auf dem YouTube-Kanal. Das ist eine heikle Geschichte. Da muss man wahnsinnig aufpassen, dass Respekt bleibt, auch wenn man sich über etwas lustig machen will. Und ich würde eigentlich vorschlagen, wenn Sie das probieren wollen, fangen Sie doch gerade mal mit mir an. Machen Sie mal eine Parodie vom Rektor. Wir sind dieses Wochenende ein paar Theaterproben filmen, die schon seit längerem am Laufen sind. Und wir haben ein paar Leute gefragt, wie sie das finden, wie weit sie schon sind und so. Wir arbeiten jetzt seit der Sommerferien am Theaterprojekt Verstrahlt. Wir führen ein Ritterstück vom Kleist auf, das heisst das Käthchen von Heilbronn. Und im Stück geht es eigentlich darum, dass ein Mädchen absolut verrückt verliebt ist in den Ritterstrahl. Die Hauptrolle ist verteilt auf 5 Leute. Jeder hat so wie seinen eigenen Aspekt von dieser Rolle. Und es ist sehr lustig, also es ist sehr gut aufgeteilt. Hat auch einen gewissen Action-Aspekt drin. Action und auch Liebesszenen. Es ist noch gut, wenn man sich jemanden verprügeln auf der Bühne, wo man es eigentlich gut mit ihm hat, weil sonst wird es noch ernst und das wäre dann nicht so lässig. Mörderin verflucht sich, die leichtfertige Zähne noch und meint, Gott werde es ihrem jungen Blut vergeben. Was ist geschehen? Die Schüler kommen aus dem Praktikum, sind eigentlich alle relativ kaputt und kommen dann hier am Samstag um 9 Uhr und müssen erst einmal warten. Und dann, wenn es dran kommt, müssen sie sofort Vollgas geben, auf die Bühne sein und parat sein. Und das fordert eine höhere Konzentration. Das aber, wenn das ganze Kollektiv die Konzentration bringt, passiert etwas sehr, sehr Magisches beim Theater. Es entsteht so ein Team, dass alle Lust haben, dass das Ganze eine grosse Sache wird. Das Team, in dem wir haben, ist super. Unsere Gruppe ist auch super. Zusammenzuwachsen mit all diesen Leuten, die man eine Woche lang ständig sieht und ganz auch intim arbeitet, das ist sehr, sehr schön. Theateraufführungen sind am 23., am 24., am 29., am 30. und am 31. März. Wir haben noch mehr Neuigkeiten, und zwar haben wir am Freitag und am Montag frei. Danke fürs Zuschauen und schaltet das nächste Mal wieder ein. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, macht noch ein geiles Selfie mit einem Lehrer und schickt uns ein Mail davon. Sina hat das letzte Mal vergessen zu sagen, man kann keine Gutscheine gewinnen. Und da wir keine Schüler sind und kein Geld haben, wäre das doch eine super Idee. Danke fürs Zuschauen und schaltet das nächste Mal wieder ein. Ja. Gut, was kann man noch sagen? Sorry, jetzt lenke ich das Bärli dort ab. Lost in the Counterpark. Scheiße!